Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transim World 4. Der Danny spielt das hier zusammen auf dem PC. Wir befinden uns heute auf der Strecke Main-Spessart, genauer gesagt in Aschaffenburg Hauptbahnhof, und haben heute die Aufgabe, diesen IC von Aschaffenburg bis nach Gemünden zu fahren. Das ganze Szenario stammt aus dem Creators Club von dem lieben Tom Fresco. Ein herzlichen Dank an dieser Stelle für dieses wunderschöne Szenario, und da stehen wir auch schon dran. Es ist der, mal ein bisschen schärfer machen das Ganze, damit ihr das auch lesen könnt. Nee, das war verkehrt. Das wollte ich nicht. Da. So. Und zwar fahren wir über Lohr und dann schließlich nach Gemünden. Es ist früh am Morgen, 5.40 Uhr. Ja, das ist jetzt so unser nächster Auftrag, den wir zu erledigen haben an diesem wunderschönen frühen Morgen. Hier ist einiges los, wie ihr seht. Regionalexpress steht hier schon rum. Ein schöner Autozug hat es hier auch schon bereit gemacht und wartet auf Weiterfahrt. Daneben noch ein Containerzug. Beide warten auf Ausfahrt. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen damit, unseren Zug aufzurüsten, die Zugdaten einzugeben, die Fahrgäste aufzunehmen, und dann haben wir dann auch gleich Ausfahrt. Neben uns steht noch eine wunderschöne Quitsch, die auch gleich Ausfahrt hat. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Verlieren wir eigentlich hier keine Zeit. Und dann geht's auch los. So, machen wir noch ein schönes Foto, würde ich sagen. Genau, das bietet sich an bei dem Licht. Genau. 5.40 Uhr haben wir, wie gesagt, Ausfahrt. Dann sollten wir uns ein bisschen beeilen, dass wir hier auch vorwärts kommen. Zugdaten, wie gesagt, noch eingeben. Türen lassen wir erstmal noch geschlossen. Beide können wir eigentlich auch schon entriegeln. Zugsammelschiene können wir schon mal ausmachen. Wird das gleich nicht vergessen. So. Dann geben wir hier mal kurz die Zugdaten ein. Und zwar wie folgt: 9, 18, 26, 20, üblichen beim Reisezug. Das ist also keine große Mathematik hier. Muss man eigentlich nur einmal auswendig können und dann. Die stehen aber in dem Szenario auch, sind die angegeben im Infotext. Also falls ihr da nicht wisst, welche Daten ihr da nehmen müsst, das steht auch im Infotext. So, fahren wir, wenn wir den IC 2421 München Hauptbahnhof. Das geben wir dann kurz hier noch ein in unseren GSMR. Zug Nummer 2421 nach München. Dann drücken wir das auf Anmelden. Geben hier die Zugnummer auch noch ein. 2421 übernehmen. Zugnummer übernehmen, genau. Ja, dann sind wir eigentlich abfahrbereit. AFB vielleicht noch, das wäre eine Idee. AFB, genau. AFB. Die setzen wir auf 40. So, Bremsschlüssel haben wir entriegelt, sehr schön. Da sind wir eigentlich gleich abfahrbereit. Zuglicht noch einstellen. Genau. Fahrdienstleiter noch anrufen, wo der nimmt uns, hat im Moment noch kein Ohr für uns, weil, wie gesagt, fahren noch erst 5.40 Uhr ab. Angemeldet haben wir uns. Genau. Fahren wir heute mit Störfaktor, gucken wir gerade mal, ist aktiv, setzen wir den mal auf 5, oder? Was meint ihr? Ja, machen wir heute mal 5. Mal gucken, was passiert. So, dann können wir uns hier noch die Zuglichter müssen wir noch umstellen. Die haben wir natürlich noch auf Schlussleuchten.
Das müssen wir noch eben ändern, aber ansonsten dürfte es dann soweit passen. So, genau. So, schauen wir mal, ob wir die Türen schon geöffnet haben. Das dürfte aber soweit der Fall sein. Oder auch nicht. Wo war das denn jetzt mit dem Schlüssel? Die Tür schließen. Sagen. Die anderen Türen sind alle geöffnet. Bis auf die. Können wir die auch so öffnen? Ja. Wie sieht das bei den anderen Türen aus? Also schade, dass man hier so manch noch manuell öffnen muss. Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Die zum Beispiel, obwohl das der Türgriff. Die geht dann auch auf. Die sind offen. Hier ist wieder eine, die wir mit dem Türgriff öffnen können. Genau. So, die ist offen. Die sind auch beide offen. Hier ist wieder eine mit Türgriff zu öffnen. Die auch. So. Also das ist wirklich das Schade, dass man die hier wirklich noch manuell öffnen muss. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das noch gehoben, gefixt wird oder ob das so soll. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Das ist der Steuerwagen, ist ja eh. So ist das, wenn die Fahrgäste einsteigen. Hätte ich die Tür auch jetzt öffnen können, ist egal. Jetzt haben wir sie wenigstens alle geöffnet. Genau. Jetzt können auch alle ein- und aussteigen, beziehungsweise einsteigen. Aussteigen wird hier noch keiner, weil der Zug ja hier erst abfährt. Genau. Na, guck mal, der Autozug hat Ausfahrt. Wie schön. Na, hoffentlich haben wir den gleich nicht vor der Nase. Das würde mich jetzt echt wundern, wenn wir den nicht vor der Nase haben. Na ja, schauen wir mal, was passiert. Wir werden nämlich jetzt auch Ausfahrt haben. So, wir verriegeln die Türen. Ne, verriegeln. So, dann würde ich sagen, haben wir Ausfahrt. Lösen die Bremsen. Und auf geht's. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wie wir da im Sonnenaufgang verschwinden. Einfach herrlich. Einfach traumhaft. So, können wir mal kurz auf die Karte schauen, wo der Güterzug sich rumtreibt. Oder ist er woanders lang gefahren? Nee, hier nicht. Ist der Autozug geblieben.
Der fährt da. Gucken hier zwischendurch auf die Sifa. Also der fährt hier. Da ist der Autozug. Den dürfen wir gleich überholen, wenn wir schneller werden. Bin mal gespannt, wie das sich verhalten wird. So, wir dürfen nämlich schon 110. So, wie gesagt, wir fahren über Lohr schließlich nach Gmünden. Auf der wunderschönen Main-Spessart-Bahn. Da sieht man, da steht der Autozug. Wir holen ihn tatsächlich. Ja, dann gut, dann passt das ja. Wunderschön. So, wie gesagt, das Szenario stammt von Tom Fresco, der immer sehr, sehr schöne Szenarien macht. Schönen Grüße an dieser Stelle, so bin ich mittlerweile 160. Muss ich wirklich sagen, richtig tolle Szenarien. Natürlich die Sifa. Also diese Standardzugdaten 9, 18, 26 sind eigentlich beim Reisezug Standard. Wenn ihr euch die mal irgendwo aufschreibt, dann habt ihr die immer griffbereit. Also das ändert sich eigentlich im Wesentlichen nicht. Das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen aufpassen hier. Irgendwie nach Requitieren. Ja. Reagieren hier. So, was ist denn jetzt überhaupt Phase hier? Lauter quittierpflichtige Szenarien. Ach, weil wir gleich 40 fahren. Ah, jetzt habe ich es. Bestimmt gleich Gleiswechsel. Deswegen auch das. Ja, jetzt verstehe ich's. Ja, für einen Gleiswechsel. Warum auch immer. So. Warum wir jetzt hier aufs Außengleis geleitet wurden, erschließt sich mir noch nicht ganz. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass uns jetzt irgendein schnellerer Zug überholt.
weil er nämlich das Gleis eh rot hat. Warum auch immer, wie gesagt, kann ich mir jetzt nicht so ganz erklären. Naja, ist halt so. Manche Gleiswechsel erschließen sich mir einfach nicht. Das ist doch ein geiles Bild. Wie wir uns hier so in die Kurve legen. Einfach traumhaft. Wunderschön. So, wir dürfen 130. Das sieht doch nach einem RE aus. Oder S-Bahn. Schön, wie sich der Steuerwagen hinten in die Kurve legt. Einfach ein Traum. Wunderschön. Also diese Strecke ist so wunderschön. Das ist so eine schöne Strecke. Wir können halt hier auch runter auf 120. So. So eine wunderschöne Strecke, das kann man gar nicht oft genug sagen. So, da müssen wir wahrscheinlich schon wieder quittieren, dass wir die 120 wahrgenommen haben, die jetzt folgen. Ja, wieder runter auf 85, ist nervt. Ich war zu schnell. Ein Kamera, Mann! Ja, ich war ein Kamera zu schnell. Ihr könnt es gerne mal im Video anschauen. Wir haben gar keine Störung vorhanden. So. Es war 1 km/h. Aber die reagiert halt auch schon bei 1 km/h zu viel. Das ist leider so. Es ist leider so. Ach ja, boah, da kann man auch nichts dran ändern, aber das finde ich ein bisschen blöd, das ist 1 km/h gewesen, mehr war das nicht. Deswegen der Gleiswechsel, weil wir hier einen Güterzug stehen haben.
Dir die Lok gesehen? Die war doch wunderschön, oder? Das ist jetzt schon ein sehr ereignisreiches Szenario, finde ich, so von den Gleiswechseln her und ja, der Zwang, die nicht hätte sein müssen, aber ja, bringt ja nichts, sich aufzuregen. Schau mal, was uns noch so erwartet. Was kommt da? Das sieht auch nach einem Güterzug aus. Also sehr viel Güterverkehr hier gerade unterwegs. Ein RE haben wir bis jetzt gesehen. Aber trotzdem, wie gesagt, Tom Fresco macht wirklich sehr, sehr schöne Szenarien. Auch das mit dem Sonnenaufgang, das ist wirklich traumhaft. So, das haben wir schon wieder runtergebremst auf 100. Diesmal nicht, diesmal nicht. Ständigen Gleiswechsel hier, Wahnsinn. Wieder ein RE.
Ja gut, die Kurve ist auch ziemlich steil, aber ich denke mal eher, dass wir wieder einen Gleiswechsel haben. Dass wir deswegen die 40 fahren. Ja, sag ich doch. So, haben wir die Langsamfahrstelle auch geschafft. Schön. So, 90, dann 120. Kann eigentlich gleich direkt aufschalten auf 120. Wirklich eine der schönsten Strecken, die es gibt. Also von der Landschaft her, von der Streckenführung her, wirklich traumhaft. Dann noch bei Sonnenaufgang, schöner geht's nicht. Lohnt sich nicht. Da können wir jetzt auch bei 120 bleiben. Dann haben wir auch schon fast Lohr erreicht, 12 Kilometer noch, bevor wir dann zur Endstation Gmünden fahren.
Sehr, sehr schön. Ich liebe diese Steigung, ich liebe diese Gefälle, ich liebe diese Kurven. Die ganze Strecke, die ist wirklich wunderschön. Das ist, kann man nicht anders sagen. Ich mag es auch, wenn man nicht die ganze Zeit so ja, schnell durchfährt, sage ich mal. Wenn man wirklich so ja, Geschwindigkeitswechsel hat, Gleiswechsel und all sowas, das macht es ein bisschen interessanter und auch herausfordernder, als ständig nur auf Schnellfahrstrecken zu fahren. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So, 120. So, dann werden wir Lohr wahrscheinlich aller Voraussicht nach 6.15 Uhr erreichen. Wunderschön, diese Berglandschaft. Wunderschön. Nach wieder Güterzug.
Sauer. Ziemlich leer, unser IC. Zumindest ist die erste Klasse, also da sitzt ja überhaupt keiner. Gleich mal im Bahnhof Lohr gucken, wer da alles so drin sitzt, ob da überhaupt Leute einsteigen oder ob da überhaupt Leute aussteigen. Das ist viel wichtiger. Das sieht nach einem RE aus. So, dann sollten wir uns mal das Bremsen gleich vorbereiten. In Lohr Bahnhof. Ist aber auch irgendwie ein schmaler Bahnsteig, finde ich. So von der Fläche her, von weißer Linie zu weißer Linie ist das echt schmal. Also zwei nebeneinander würde eigentlich schon nicht gehen, zumindest nicht da vorne. Hier natürlich schon, aber da vorne, wo man praktisch ankommt, da war ja kaum Platz. Bisschen zu früh gebremst. Ich dachte eigentlich, ich sollte vor dem Signal stehen bleiben, aber wir haben ja hier diese Markierung. Und so 100 Meter vorher, dann registriert er das wieder nicht. Kann schon noch ein bisschen vorziehen hier. So, das passt schon besser. Ganzen Bahnsteig ausnutzen. So, dann öffnen wir rechts die Türen. Ach, während da eine 100, was war das? Das dürfte eine 111 sein. Ach, sehr schön. Sehr, sehr schön. Der Lohr Bahnhof als Ziel. Ja, da ist er ja angekommen am Ziel.
So, wir haben jetzt noch 9,8 Kilometer bis Gemünden. So, wir haben uns, glaube ich, befreit. Genau, da können wir auch aufschalten auf 130. Erstmal. So, haben wir den linken Störung schon? Nö. Eine Störung fahren. Und ihr seht auch, eigentlich ein relativ entspanntes Szenario. Bis auf die paar Gleiswechsel am Anfang. Die eine 20, die hätte nicht sein müssen, klar, gebe ich zu, war definitiv meine Schuld, weil ich einfach noch ein km/h oder zwei zu schnell war. Aber ansonsten wirklich auch von der Länge her finde ich das jetzt nicht too much. Gute Dreiviertelstunde, wenn man erstmal die Zwangs und so weiter abzieht, dann passt das schon ganz gut. Wir haben jetzt 43 Minuten auf der Uhr reine Aufnahmezeit. Müsste ich ja dann das Vorgeplänkel und so weiter auch noch wegdenken. Also ich sage jetzt mal so rund 40 Minuten sind wir schon am Fahren oder vielleicht noch sogar noch ein bisschen weniger. So, und wenn man dann bis Lohr sind gute 30 Kilometer, von Lohr bis Gmünden seht ihr ja selber gute 10. Also ich sag mal so eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten. Ist man mit diesem Szenario unterwegs, geht eigentlich. Ein wunderschönes, kleines, ruhiges, entspanntes Szenario mit der BR101 Expert, mit dem IC-Steuerwagen von dem lieben Tom Fresco. Nochmal ein herzliches Dankeschön dafür. Beschränkung. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen bei der Sache sein hier. Wir müssen nämlich dem Bahnhof nähern. Nicht, dass wir gleich wieder irgendwo quittieren müssen und ich kriege das nicht mit. Das wäre äußerst bescheiden, sag ich mal.
So, ich glaube, wir sollten jetzt mal reagieren hier. Schön, wunderschön. So, die PKWs werden hier wahrscheinlich aller Voraussicht nach alle 100 fahren. Ist ja eine Landstraße. Und deswegen fahren wir natürlich auch so easy an denen vorbei mit 10 km/h Überschuss. So, in Gemünden haben wir dann Personalwechsel. Wenn die Kollegen den Zug übernehmen und weiter nach München fahren, wahrscheinlich dann über Würzburg. Macht Sinn, ja. Würzburg und dann weiter runter. Genau. Schade, dass wir das nicht machen können. Weiter bei Würzburg fahren und so weiter. Das wäre schon geil. Aber es ist nun mal leider nicht so. Können wir nichts da machen. Keine Strecke vorhanden. So, Haltzeigen-Signal erwartet. Bremskurve kommt dann gleich auch. Kommen wir ruhig schon mal runter auf 40. Ich gebe zu, ist vielleicht ein Tacken zu früh. Immer noch 1 Kilometer bis zum roten Signal, aber. Ist jetzt auch nicht so tragisch, dass wir jetzt hier ein bisschen früher in die Bremskurve gehen, beziehungsweise in die zu der Geschwindigkeit, in der wir hier reinfahren dürfen. So, Bahnsteige 7, wenn wir anhalten. Ach, seht mal, da wartet schon IC. Der wird wahrscheinlich gleich mit dem Steuerwagen voraus wieder Richtung Aschaffenburg und so weiter fahren.
So, da wären wir. Dann entriegeln wir links die Türen. Und dann war's das. Da können wir ja mal schauen, wo der dahin fährt. Und was sehen können. Im Moment sehen wir es leider noch nicht. Steht leider nicht dran, wo der hinfährt. Weder an den Zielanzeiger noch am Zugzielanzeiger. Also. Aber der wird auf jeden Fall zurück nach Aschaffenburg und dann wahrscheinlich noch ein Stück weiterfahren. Oder der bleibt ja einfach stehen, weil er hat im Moment die Schlussleuchten an. Naja. Wir werden es wahrscheinlich eh nicht rauskriegen. Verriegeln hier die Türen und dann wird sich das Szenario, glaube ich, auch beenden. Genau. Also wir haben eine benötigte Zeit von 49 Euro, genau, 49 Euro, von 49 Minuten 15 Sekunden für 51,47 Kilometer. Wie gesagt, da war die Zwanze mit dabei, da war das Vorgeplänkel mit dabei und also ich würde mal sagen, so eine reine Fahrzeit von 40, 45 Minuten hat man für dieses Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht lieber gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Restwoche. Schreibt gern in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was euch an meinen Videos generell gefällt, was nicht so gefällt, was ich vielleicht besser machen könnte. Schreibt es gerne in die Kommentare. Kritik ist gewollt, denn nur so kann ich besser werden. Wie gesagt, das war es dann erstmal von mir für diesen Mittwoch, 14. Oktober, August 2024. Ich bin völlig voll der Rolle. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute noch und passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.